Die Lehrlingsmesse in Vöcklabruck ist eine Matching-Plattform zwischen Lehrlingen und Unternehmen. Mehr als 60 verschiedene Lehrberufe und Bildungswege werden hier präsentiert. Auch eine Art Wettkampfarena für die besten Dachdecker und Elektrotechniker ist die Referhalle. Heute haben wir die Herzkühne aufgedeckt. Das ist von 8 bis 2 haben wir Zeit gehabt. Es ist heute eigentlich halbwegs gut gegangen, wie man sieht. Und ja, zu ärgern hat es nicht recht viel gegeben heute. Also bist du selber zufrieden mit dem? Ja, bin heute zufrieden mit meiner Arbeit. Ja, freilich freut man sich. Aber es war ein recht enges Match zwischen den Dachdeckern. Ja, also ich habe in der Firma viel geübt und heute halt mein Bestes gegeben und habe geschaut, dass ich das Bestmögliche zusammenbringe. Das heißt, du wirst zukünftig dein eigenes Dach auf deinem Haus mal selber decken, oder? Auf jeden Fall, ja. Die Anforderungen an die ambitionierten Lehrlinge sind hoch. Einmal haben sie die Herzkehle Doppeldeckung machen müssen, was ja keine so alltägliche Arbeit mehr ist. Und halt wirklich das handwerkliche Geschick von einem Dachdecker präsentiert und das Ganze nur eigentlich unter massivem Zeitdruck. Die ersten zwei waren ganz knapp beieinander. Also, und da hat vielleicht halt also ein bisschen ja, das Objektive entschieden, den Anbewerter gefällt halt vielleicht diese Art ein wenig besser und die andere, weil das einfach eine Handarbeit ist. Erstmals sind auch die Elektrotechniker zum Wettbewerb in der Referhalle angetreten. Auch hier sind die Anforderungen recht anspruchsvoll. Die Leute müssen fertig werden mit dem Projekt, das ist völlig klar, obwohl es knapp gesteckt ist. Dann muss das Programm schön und richtig programmiert sein. Und dann ist noch ganz wichtig die Maßgenauigkeit. Wie genau haben die Leute gearbeitet auf dem Projekt? Da wird alles nachgemessen, da geht es um Millimeter, wie die Rohre abgeschnitten werden, wo die Schellen montiert haben, ob die Kanäle gerade sind, ob der Verteiler richtig montiert worden ist, wie dann hinten noch ein Prüfbericht ausgefüllt ist, dass die Anlage auch in Ordnung ist, weil es ist ja nicht nur zusammenbauen und einschalten und schauen, was passiert, sondern es soll richtig funktionieren, es soll geprüft sein. Und da sind ziemlich viele Punkte, die ganz akribisch angeschaut werden, wo man viel falsch machen kann. Ziemlich viel richtig gemacht hat aber Raphael Eichinger. Man hat sehr genau arbeiten müssen und auch viel nachdenken, aber wir haben das dann schon geschafft. Auch die anderen haben das sehr souverän gelöst. Hat gut gepasst dann. Bist du zufrieden mit dir selber, mit dem Projekt? Ja, so hat es. Da bei einer oder anderen Sache hätten wir schon noch ein wenig schneller, genauer oder besser machen können, aber im Großen und Ganzen hat es gut gepasst. Die Branchen Dachdeckerei und Elektrotechnik erleben im Bezirk dank erfolgreichen Nachwuchs und viel Initiative wieder einen Aufschwung. Wir sind sehr gut dabei, wir sind ein sehr technisch orientierter Bezirk und da passt es natürlich sehr gut auch, dass wir den Lehrlingswettbewerb hier auch im Bezirk haben. Das Handwerk konnte an diesen beiden Tagen noch viel mehr junge Menschen begeistern, um den richtigen Weg, eine Lehre oder eine duale Ausbildung einzuschlagen. 2400 Lehrlinge im Bezirk sind im Moment in Ausbildung und am besten Weg in eine sichere Zukunft.